Zurück zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Borussia Mönchengladbach Karrieremodus Daily. War es gestern leider nicht, habe die Episode nicht mehr geschafft, aber heute am Mittwoch geht es, nachdem es gestern Dienstag weiterging, wieder weiter. Und zwar nach der Schockerkenntnis, dass Patrick Herrmann wechseln wird. Der Forscher hat gesagt, wir lassen ihn ziehen. Er hat gesagt, er möchte weg und dementsprechend müssen wir kurz vor Ende der Transferperiode nach dem 0:4 gegen Leverkusen, was unser Manager auf 46 gestellt hat, noch einen Ersatz finden. Und das wird natürlich gar nicht mal so einfach, aber das wollen wir in dieser Episode bewerkstelligen. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich tierisch über freuen. In der Videobeschreibung sind Links zu IG Vault, meinem Merchandise, Amazon für FIFA 17, wenn ihr euch noch vorbestellen wollt, beziehungsweise bestellen wollt mittlerweile schon, weil das Release immer näher rückt. Und natürlich nicht zu vergessen, gibt es da noch meine Social Media Links, beispielsweise Snapchat, Twitter, Instagram und Facebook. Auf Instagram und auf Twitter, nee, nur auf Twitter, habe ich gefragt, wen sollen wir holen im rechten Mittelfeld, weil ich ja die Episoden nicht rausklatschen konnte, dementsprechend nicht nachfragen konnte. Und es ist ein bisschen was bei rumgekommen, ich zeige euch die Spieler jetzt direkt mal. Ødegaard bin ich immer noch der Meinung, dass ich den nicht holen werde. Ich habe aber mal angefragt bei Madrid. Wir haben einmal Lichtsteiner jetzt doch wieder als rechter Mittelfeldspieler. Er hat Erfahrung und er kann verteidigen. Und das ist wichtig, wie wir gesehen haben, im rechten Mittelfeld, weil wir Dreierkette spielen. Das gleiche gilt für Vierinha. Da habe ich eine Anfrage auch gestellt am Wolfsburg. Und ich habe noch Thomas Lemar, wie auch immer man ihn ausspricht, spielt momentan bei Monaco in Frankreich. Bei dem habe ich auch nachgefragt, ob Monaco und für wie viel Monaco den abgeben würde. Das heißt, da warten wir jetzt auf Antworten und müssen dann schauen, was wir tun. Ich glaube nicht, dass ich Ødegaard noch verpflichten werde, wenn im Winter und die möchten 24 Millionen Euro für Thomas Lemar. Wir bieten 20, ich weiß, er hat so 13 Millionen Marktwert, aber hat viel Potenzial auf jeden Fall und er kann defensiv auf jeden Fall einiges. 87 Potenzial, ich habe es mir extra auf SoFIFA nochmal angeguckt, er ist defensiv einigermaßen bewandert, hat so um die 60 im Defensivbereich, das wäre in Ordnung. Vierinha und Lichtsteiner sind defensiv vielleicht ein bisschen stärker, vor allem Lichtsteiner natürlich, weil er eigentlich Rechtsverteidiger ist, aber nichtsdestotrotz, naja, was? Das ist doch ein Scherz. Wir haben 40 Millionen Angebot gehabt. Wir hatten ein 40 Millionen Angebot von Dortmund und von Wolfsburg akzeptiert. Und er geht für 22,5 zu Arsenal? Was ist mit unserem Vorstand los? Vollidioten. So, wir erinnern ja 26 Millionen. Ødegaard 3 Millionen wollen sie für den haben. Ja gut, 44.000 Geld. Das ist halt für ein 70er Rating viel zu viel. Wir erinnern ja 26 Millionen ist auch eine ganz schöne Menge. Da bieten wir mal 15, weil er schon 30 ist. Und bei Lichtsteiner habe ich vielleicht jetzt noch keine Anfrage gestellt. Zumindest habe ich da jetzt noch keine Antwort bekommen. Von daher mache ich das jetzt einfach nochmal, weil der ist zumindest meine Präferenz. Weil wir sowieso, ach so, habe ich nicht gemacht, weil wir sowieso ein bisschen in Richtung Schweiz gehen wollen, haben wir ja auch mit dem Scout gemacht. Also das schockt mich gerade tatsächlich wirklich ein bisschen. Das finde ich total dreist irgendwie. Monaco, sie wollen 24 Millionen haben. Ja gut, wir bieten 24 Millionen, müssen wir mal schauen, wie wir mit dem verhandeln können, ist natürlich eine Stange Geld, aber wir haben es durch den Transfer von Herrmann, wenn auch nicht komplett das Geld, was ich eigentlich erwartet hatte, natürlich totale Farce hier schon wieder, aber das ist wieder so ein bisschen Karrieremodus, wo das die Alaba zu Juventus, habe ich letztes Mal schon gelesen, total überraschend, 19 Millionen wollen sie, okay, die akzeptieren das zumindest schon mal, jetzt nur mal gucken, ob Lemar überzeugt werden könnte, 4 Jahre. Ist nicht realistisch, das ist mein Problem dabei, deswegen weiß ich noch nicht, ob ich das mache. Ich mache, glaube ich, eher Lichtsteiner oder Vierinha. So, die sagen, sie haben 6, sie wollen 26 Millionen, ich biete 20. Und bei Lichtsteiner habe ich gerade, glaube ich, 18 gesehen. Lichtsteiner wäre meine Präferenz. Ihr habt doch gesagt, er bringt Erfahrung mit, er hat das Talent, er ist ein starker Spieler. Und dementsprechend könnte man das einfach mal so machen. Obwohl er halt schon alt ist und 32 und abbauen wird, aber er hat auch ein 83er Rating. Also wir können im Winter immer noch ein neues kaufen, theoretisch, wenn wir dann ihn nicht mehr haben wollen. Oder halt nächste Saison, für eine Saison ist er auf jeden Fall noch ein guter und passt halt perfekt ins System. Juventus hat akzeptiert, Wolfsburg hat akzeptiert und Lemar hat akzeptiert. Wie gesagt, Lemar würde ich eher nicht sagen. Vierinha möchte 80.000 Gehalt, wichtiger Stammspieler wäre er auch bei uns, das ist gar keine Frage. Würde 2 Jahre kommen, hat Forster-Skills, das ist der positive Aspekt bei ihm. Bei Juventus Turin, bei Lichtsteiner, er möchte ein bisschen mehr, er möchte auch nur 1 Jahr Vertrag, aber mir wäre er wichtig für die erste Mannschaft auf jeden Fall. Und dann müssen wir, das mache ich nebenbei mal, wenn ihr euch fragt, bei welcher Seite ich das mache, das ist SoFIFA. Muss ich einfach nochmal ganz kurz gucken. Vierinha hat eine 81er Rating, hat 4-Star-Skills, hat so um die 66 Defensive und Lichtsteiner ist natürlich defensiv nochmal eine ganze Ecke besser. 80 Flanken hat Vierinha, 73 Finishing, extrem gutes Dribbling natürlich für einen Außenspieler, gar keine Frage. Bei Lichtsteiner sieht das Ganze mit 82 Flanken, gar kein Finishing, nicht so viel Ballkontrolle, aber defensiv halt deutlich stärker. Ah, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich warte, glaube ich, mal die Antworten jetzt ab
Und dann schauen wir mal. Thomas Lemar, Lehmann war weg. Auch wenn er halt cool gewesen wäre, aber es ist halt nicht 100% oder nicht sehr realistisch. Von daher lassen wir das Ganze sein und gehen dann eher in Richtung Lichtsteiner und Vierinja, die beide nicht kommen wollen. So, Lichtsteiner, den könnte man überzeugen. Das, ja, ist natürlich jetzt nicht so schön, vor allem, weil er sowieso schon relativ viel Gehalt kostet. Und Vierinja möchte eine größere Rolle spielen. Das könnte man eher schon noch machen. Ich glaube fast, dann tendiere ich doch schon wieder eher zu Vierinja, weil er halt kein kompletter oder kein richtiger Rechtsverteidiger, sondern eher noch rechter Mittelfeldspieler ist. Na, ich weiß es nicht. Ihr könnt halt leider Gottes nicht mitentscheiden, weil es einfach dafür die Zeit nicht reicht. Aber ich bin gespannt, was ihr von der Entscheidung haltet. Sie haben beide akzeptiert. Ich entscheide mich für Vierinja, oder? Das ist eine absolut schwierige Entscheidung. 130.000, er kostet weniger, 20.000, aber den kann man theoretisch noch verkaufen. Er kennt die Bundesliga, er ist offensiver, er passt besser, deswegen holen wir weder Lehmann noch holen wir Lichtsteiner. Es wäre cool gewesen, aber ich finde Vierinja, auch wenn er auch schon 30 ist, einfach nochmal einen Tucken besser irgendwie, weil er halt offensiver ist und ein bisschen offensiv brauchen wir auch. Mehr als Hermann hat er sowieso. Er ist schneller zudem, wenn ich das hier richtig sehe, der hat so um die 81 Tempo und Vierinja hat so um die, ja, auch 82 Tempo, aber ist bei Acceleration stärker und beim Dribbling halt deutlich mehr. Offensiv ist er allgemein stärker. Halt nicht so groß, aber ich denke mal, ich habe eine gute Entscheidung getroffen. Auch keine hohen Arbeitsraten, aber gut, im Endeffekt war das jetzt meine Entscheidung. Jetzt kann ich es mehr rückgängig machen. 50 Millionen haben wir ausgegeben für Philipp Thielemanns, Toljan Amiri und Vierinha. Und wir haben 30 Millionen eingenommen für Benes, Ducouré, Drimmitsch, Heimeroten, Denge und unter anderem Patrick Herrmann. Natürlich unglaublich bitter. Mich wurmt das richtig, dass der Vorstand da über unseren Kopf hinweg entschieden hat und vor allem, dass obwohl sie ein besseres Angebot haben oder hatten, einfach abgelehnt haben, mehr oder weniger effektiv und dann so ein Bratwurstangebot davon Hasenlang genommen haben. Finde ich total lächerlich eigentlich, aber gut, kann man nun mal jetzt nichts mehr gegen machen im Endeffekt. So. Darmstadt hat die Joni geholt, wer auch immer das ist. Wir haben kein Angebot von Schulz bekommen, dementsprechend kein neuer Innenverteidiger. Aber gut, letzte Frist abgelaufen. 266 Millionen, 300.000 wurden ausgegeben. Hofmann möchte gerne auf der Position von Hermann spielen. Da haben wir jetzt Vierinja, aber Hofmann können wir das da Schöne dahinter natürlich auch aufbauen. Das ist gar kein Problem. Von daher denke ich mal, werden wir das jetzt einfach mal ja, so angehen und gehen durch die Länderspielpause und schauen mal, was wir da im Training so machen können. Jetzt habe ich natürlich schon mal verkackt, weil ich ein Training verpasst habe, aber gut. Starten wir mal rein. Wir haben ein paar bei der Nationalmannschaft. Maximilian Philipp ist da nicht. Den geben wir auf jeden Fall Abschlusstraining, weil das braucht er noch. Das weiß ich ganz genau. Und ansonsten, wie sieht's hier aus? Hofmann nicht. Amiri könnten wir trainieren, definitiv. Wo trainieren wir den, ist die große Frage. Lange Pässe, der braucht dieses Passspiel auf jeden Fall im Mittelfeld auch, auch wenn er zentral offensiv spielt. Und in der Innenverteidigung, Außenverteidigung, okay, da können wir Toljan trainieren, das ist auch gut. Trainieren wir noch mal ein bisschen mehr so auf die defensiven Skills, weil der ja auch eventuell ab und zu mal als Innenverteidiger spielen soll, beziehungsweise weil er ja defensiv auf jeden Fall auch aktiv sein muss. Auch wenn das eigentlich von den Werten schon reicht für eine defensive Aufgabe. Ergebnisse sind okay, sind durchschnittlich bei C, damit kann ich auf jeden Fall leben. MGT, der begehrte Trainer, naja, mit einem 74er Rang, weiß ich nicht so. Und am 10. September geht es dann direkt schon weiter, Samstag, das hatten wir ja auch in Realität so. Scouting-Update, das erste überhaupt für mich in diesem Karrieremodus. Hier haben wir es, Thomas Lemar hat 78 gehabt. Natürlich auch nicht der allerschnellste, aber dafür, ja, sehr jung und entwicklungsfähig, defensiv in Ordnung. Im Endeffekt haben wir jetzt nicht geholt und damit ist es auch gut. So, was haben wir denn hier? Die ersten Spieler sind reingeflattert. Er sieht schon mal gar nicht so schlecht aus, den werde ich direkt mal holen. Der Kollege ist mir zu schwach. Der, den werden wir weiter beobachten, der hat halt zu wenig Gesamtrating. Momentan ist aber auch erst 15, das heißt, kann sich noch entwickeln. Der Kollege hat zu wenig Gesamtrating für sein Alter und auch er ist allgemein zu schlecht. Damit haben wir einen verpflichtet, dann beobachten wir weiter. Das ist definitiv nicht schlecht für das erste Scouting-Update aus der Schweiz. Ihr habt da jetzt auch mal gesehen, wie das Ganze aussieht. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein in die Partie gegen den SC Freiburg. Und wir starten direkt mit Vierinja, das kann ich euch jetzt schon mal garantieren, denn den brauchen wir auf der rechten Seite. Wir haben theoretisch einen Hofmann, aber wir brauchen auf jeden Fall die Klasse von einem Vierinja und dementsprechend wird er auch spielen. Allerdings kommt Hofmann natürlich auf die Bank. Vestergaard geht raus, Elvedi wird starten, das habe ich ja angekündigt. Elvedi ist aber, glaube ich, ein bisschen kleiner als Christen. Ne, ist genauso gut. Was? Ist er schneller oder ist er schneller? Er ist schneller, das heißt, Christensen geht aus der Mitte raus. Wobei, ist er schneller? Ja, ein bisschen. Okay, ist er Elvedi Linksfuß zufällig sogar? Nee, ist er nicht, aber okay. Passt so, Mittelfeld, Kramer, Thielemanns, Vierinja, Traoré. Traoré werde ich... Nee, doch nicht. Dafür ist Freiburg halt einfach eigentlich nicht stark genug. Toljan überlege ich auf die Bank zu setzen. Ähm,
für Vestergaard, weil der ja nicht gut gespielt hat. Fliegt er gleich mal ganz aus dem Kader raus und Amiri. Eigentlich müssten wir den reinnehmen, aber für wen ist die Frage? Lassen wir dann erstmal so. Und dann geht's los. Harald Fimmler ist der Schiedsrichter. Wir spielen in Rot gegen Weiß. Ich denke mal, das ist relativ offensichtlich und keine große Überraschung. Puh, ich bin angespannt. Erstes Spiel, eine 4-0-Klatsche geholt von Leverkusen. Und jetzt spielen wir gegen den SC Freiburg, gegen den Aufsteiger. Im zweiten Spiel wieder auf Legende. Mit einer etwas veränderten Einstellung zum Spiel. Mit ein bisschen mehr Spielpraxis, die ich jetzt schon in FIFA habe. Ich bin gespannt. Wir starten rein. Ja, das Ganze sieht nicht komplett so aus wie das Freiburger Stadion. Hat schon Ähnlichkeit, muss man ja ganz ehrlich sagen. Hier die Ivy Lane mit dem Freiburger Stadion, das ja sehr schamvoll ist auf jeden Fall. Früher Badenova Stadion, ich weiß gar nicht, wie es gerade heißt. Ist es Wald? Nee, Waldstadion ist ja Quatsch. Ist ja totaler Quatsch. Ich weiß, Schwarzwaldstadion kann das noch sein? Ich weiß es nicht genau. Ist aber auch egal. Im Endeffekt geht es nicht darum, sondern darum, wie wir uns heute präsentieren werden. Wir sehen die beiden Mannschaften aus dem Tunnel rauskommen. Unter anderem unser Kapitän Lars Stindl und dahinter direkt den besten rechten Mittelfeldspieler der Welt. Der wäre natürlich auch ein guter Ersatz gewesen. Für Patrick Herrmann haben wir aber nicht gemacht. Eine unglaublich realistische Choreo. Und hier sehen wir schon mal die ersten Spieler von Freiburg, bei denen keiner irgendwie sonderlich echt aussieht. Außer Torrejon, weil der hat graue Haare. Ja, dann würde ich sagen, starten wir rein. Zweites Spiel der Saison. Es wird auf jeden Fall ein Kracher. Und wir müssen beweisen, dass wir es besser können als im ersten Spiel. Und das wird, denke ich mal, auch so schon gar nicht so einfach. Weil Legende ist Legende. Und das sieht schon wieder gar nicht gut aus hier in der Anfangsphase. Müssen wir uns den Ball auf jeden Fall erobern. Schaffen wir hier nicht gegen Harvard Nielsen, ehemaliger Peine Ostler. Aber Elvedi in Kombination mit Traoré kann den Ball hier erobern. Raphael, das sah wieder sehr ungelenkig aus, was er da gemacht hat. Und jetzt Ibrahima Traoré. Und der hat ja Tempo. Und was der für ein Tempo hat. Und der ist auch schneller als Jünschi. Und jetzt ist er schon mal im 16er. Wir machen es alleine. Traoré, er macht nicht das erste Tor für uns. Querlegen konnte ihn, hier stand keiner frei. Allerdings hätte ich das vielleicht ein bisschen besser noch ausspielen können. In der Mitte ziehen, nochmal mit rechts abschließen. Aber letzte Episode ja gesehen, wie schlecht das ist. So, da steht wieder Thielemans in der Mitte. Das geht natürlich gar nicht. Deswegen schießt der jetzt einfach mal die Ecke. Er hat ja Freistoßpräzision. Und das gefällt mir schon besser. Da steht unter anderem Christensen. Der kommt auch an den Ball. Aber der Ball in die Arme von Raphael Giekiewicz. Nicht sonderlich realistisch. Der ehemalige BSler, passenderweise, spielt ja momentan nicht. Da spielt ja Schwolo bei den Freiburgern. Hat sich da den Stammplatz gesichert. Und das sieht schon mal deutlich besser aus. Schönes Kombinationsspiel. Aber der Ball kommt nicht bei. Ich glaube, es war wieder Thielemans an. Trotzdem sieht das besser aus als zuletzt in der Bundesliga gegen Leverkusen, wo wir die Anfangsphase total verschlafen haben. Das war wiederum nicht gut und das war wieder nicht gut, aber wir haben den Ball noch. Und da ist Vierinha, erster Ballkontakt für uns. Und da ist Raphael und Giekiewicz mit der zweiten Parade, dritte Parade war es schon für ihn. Wir sind am Drücker. Das war gut gemacht von Vierinha. Schöne Flanke, Lars Stindl und da ist der Ball für Hazard. Was macht der denn? Geht er in Seiten aus? Ach du je. Wir sind drückend überlegen, aber es läuft noch nicht, was die Torgefahr, also Torgefahr schon, aber was da Präzision mal wieder angeht. Das war ja auch im letzten Spiel das Problem, nur ein Torschuss bei 7 Versuchen. So, schwacher Pass wieder, diesmal von Thielemans, der da jetzt sich den Ball zurückerobern muss und dann ganz schnell aus dem Van der Bruggen, wer auch immer das ist. So, schöne Balleroberung von Christensen und wir verlieren den Ball, weil da Missverständnis im Mittelfeld ist. Christoph Kramer, schönes Tackling. Gut den Ball erobert, beziehungsweise mal den Angriff unterbrochen. Jetzt muss er da sein, der Hazard. Ist Kramer, naja, okay. Jetzt Janschke da außen. Ja. Oh, schwach verteidigt von Christensen. Und jetzt weg das Ding. Okay, der gilt nicht als Rückpass. Also defensiv sieht das alles andere als sattelfest aus bisher. Da muss ich mich wirklich erst an die Dreierkette gewöhnen. Jetzt Traoré und Raphael. So, und der weiter auf Ibrahima Traoré. Raphael heute als alleinige Spitze, beziehungsweise als, nicht alleinige Spitze, aber als richtige Spitze, nicht ein bisschen zurückgezogen wie im letzten Spiel. Und das sah gleich mal gar nicht so gut aus von Ibrahima Traoré, was die Ballkontrolle angeht. Christoph Kramer, das ist wiederum gut. Oh, wieder so ein Scheißpass auf Traoré. Wie gesagt, da fehlt die Präzision, vielleicht auch ein bisschen die Konzentration bei Nico Elvedi, aber das war ein schönes Tackling. Und jetzt haben wir eventuell den Break, jetzt haben wir eventuell die Konterchance, aber das war wieder ganz schwach gelaufen von unserer Offensivabteilung. Deswegen macht Traoré alleine raus auf Raphael, zurück auf Traoré, 1-0. So wollen wir das doch sehen. 26. Minute, er hatte die erste Chance der Partie und jetzt macht er das erste Tor für mich. Gespielt im FIFA 17 Karrieremodus mit Borussia Mönchengladbach. Schöner Doppelpass von unseren beiden. Ja, dunkelhäutigen Spielern. Ich wollte gerade sagen, beides Brasilianer, aber Traoré ist ja nur so
Möchtegern Brasilianer, kommt hier aus Guinea. Das sieht gut aus, das ist 1-0, Gikiewicz chancenlos und daran müssen wir jetzt festhalten, beziehungsweise im Idealfall müssen wir diese Führung jetzt ausbauen und natürlich Freiburg nicht zurückkommen lassen, auf keinen Fall, sondern direkt wieder unter Druck setzen. Raphael macht das da schön, allerdings kommen wir da nicht durch. Jetzt haben wir Nikolas Höfler im Mittelfeld, wieder Havard Nielsen. Ich frage mich, wo Petersen ist, beziehungsweise Vogel ist aber nicht, sondern hier, wie heißt der, Niederlechner. So, Thielemans, sehr schön. Gute Balleroberung jetzt mit ein bisschen Tempo, aber da ist wieder ganz schlechte Laufwege. Aber wir Rinja, der hat einen richtig schönen Laufweg. Klasse Pass auch von Juri Thielemans auf unseren Neuzugang. Der legt den zurück. Da ist Kramer. Zweiter Pfosten war es geplant, aber das war eine ganz schwache Flanke. Das kann er nicht. Das weiß ich eigentlich und das hätte ich vielleicht nicht machen sollen. Abschlag von Gikiewicz. Wieder schöne Balleroberung im Mittelfeld, aber Ball verloren. Das ist zu schwach, beziehungsweise einfach nicht konsequent genug da. Jetzt Kramer außen gegen Christian Günther. Uiuiui, Nils Petersen, da ist er doch. Den habe ich bisher noch nicht gesehen. Und der Schussversuch von, ich weiß nicht wem, aber es war wahrscheinlich nicht Vincenzo Grifo. Ich weiß nicht, wer es war, aber es soll mir egal sein, solange der Ball über den Kasten hinweg geht. Thorgan Hazard. Wir haben halt keinen wirklichen richtigen Stürmer. Wir haben nicht einen einzigen richtigen Stürmer, den wir da vorne drin haben. Raphael, der Mittelstürmer, Stindl eigentlich ausgebildeter Achter, Hazard ausgebildeter Zehner und Vierinha, der ist ein ausgebildeter Flügelspieler. Das sieht man hier. Die Flanke kommt richtig gut. Und weil ich Raphael dann abgewählt bekomme, kriege ich den Kopfball nicht gegen Torrejón, aber immer den Eckball. Und den schlägt Hazard vielleicht einfach direkt mal in die Mitte. Da stehen wieder Christensen und Elvedi. Die Ecke kommt auf Elvedi, der Flick. Und da ist Janschke. Schade, dass das nicht irgendwie Vierinha war, oder sonst hätte es einen Fallrückzieher geben können. Aber so sind wir knapp am 2-0 vorbei. Das sieht trotzdem gut aus jetzt in der Offensive. Es fehlt halt nur wieder ja, die Präzision. Und das könnte sie natürlich rächen, soll sich aber nicht rächen. Zumindest in meinen Interessen nicht. Ich werde zur Halbzeit umstellen. Was werdet ihr sehen? Ich habe mir da jetzt gerade was überlegt. Aber wenn ein Spieler noch nicht so wirklich gefällt. Stindl jetzt gegen Nielsen. Das ist ja für den jetzt auch mal was Besonderes. Nielsen war damals, meine ich, dabei beim Derby in Braunschweig, das ja für alle 96er nicht sonderlich gut in Erinnerung ist. Christoph Kramer. Und jetzt vielleicht nochmal die Chance vor der Halbzeit, aber Hazard reagiert zu langsam da einfach. Und lässt sich den Ball wieder abluchsen. Da haben wir Christian Günther, da haben wir Nakamba, Van der Bruggen, Höfler, den darfst du jetzt nicht zum Schuss kommen lassen. Letztes Mal war es kurz vor der Halbzeit, als wir das Tor kassiert haben. Wir sind über die reguläre Spielzeit hinweg. Gibt nochmal Vorteil nach dem Foul von Kramer. Der Ball geht raus. Und dann ist Vierinha da und es ist Halbzeit. Wir führen mit 1-0 gegen den SC Freiburg, die bisher in der Offensive nicht viel gezeigt haben. Ein ungefährlicher Abschluss aus der Distanz. Und wir in der Offensive mit einigen guten Chancen. Traoré mit dem bisher erlösenden Treffer für die Gladbacher zum 1-0. In der zweiten Halbzeit muss es so weitergehen, soll es so weitergehen. Wir gucken einmal auf die Statistiken und die Ergebnisse auf den anderen Plätzen. Die sind natürlich momentan noch relativ irrelevant. Bayer führt gegen Hamburg, Frankfurt führt gegen Darmstadt und Hertha führt gegen Ingolstadt. Unentschieden bei Wolfsburg gegen Köln. Das ist ja zumindest halbwegs realistisch, abgesehen von Frankfurt, die da ja verloren haben gegen Darmstadt. So, ich möchte Stindl in den Sturm bohren, dann Raphael zurück. Ist auch schon ein Rating gesunken, was natürlich nicht so schön ist. Stindl hat 81 Übersicht, 82 Abschluss, ein bisschen besseren Abschluss sogar noch als der Kollege Raphael Hazard. Eigentlich geht das so nicht. Eigentlich muss ich Hazard auf der 10 stellen, einfach weil Raphael den Abschluss hat. Aber Raphael muss sich halt ein bisschen zurückziehen einfach. Ungefähr, ja, eigentlich noch ein bisschen mehr. So vielleicht. Und Hazard dann vielleicht noch ein bisschen zurück. So, dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Sieht okay aus. Personelle Wechsel möchte ich erstmal nicht vornehmen, aber dafür haben wir immer noch Zeit im zweiten Durchgang. So, und Vierinha hat die erste Aktion in diesem zweiten Durchgang. Hat bisher mir gut gefallen in der ersten Halbzeit. Thielemans. Ah, der Pass war ein bisschen ungenau, aber war ja auch schlecht gemacht, weil ich gedacht habe, dass Stindl da mehr Freiraum hat. Aber Nielsen, der ist gefährlich, weil er den Ball immer wieder abblockt. Und so die Räume irgendwie schafft für seine Mitspieler. Kramer, das ist ein Foul für uns. Das gibt den Freistoß für die Borussia. Übrigens wurde letztes Mal kein Ingame-Sound aufgenommen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich hoffe, dass es heute anders ist. Raphael mit dem Ball. Und da ist Hazard, Außennetz. Das wäre es gewesen. Ich habe gerade noch gesagt, der Abschluss fehlt. Das sieht man hier auch. Aber hätte er jetzt natürlich das Gegenteil bewiesen, wäre super gewesen. Also spätestens, ich habe es diesmal jetzt wieder vergessen vor der Aufnahme, weil ich nicht daran gedacht habe, aber spätestens in der nächsten Episode wird es einen Ingame-Sound geben. Ich weiß auch nicht, warum es den bisher noch nicht gegeben hat. Da muss irgendein technischer Fehler vorliegen in der Elgato oder ich weiß nicht was. Ich weiß, wo er liegt. Okay, ich weiß jetzt. Jetzt gerade fällt mir ein, ich weiß, wo er liegt. Ja, habe ich in den Einstellungen verändert. Okay.
Gut, Traoré mit dem Foul. Nee, gibt keinen Foul, ist nur Einwurf, alles klar. Dachte kurz, es wäre ein Foulspiel gewesen. Bisher kommen wir noch nicht hinten raus, aber Elvedi hat den Ball jetzt mal ein bisschen auf Sicherheit. Vierinha außen einsetzen. Wunderbar, schöne Ballmitnahme. Und dann so ein dämlicher Berberspin. Da wollte ich wieder zu viel. Und jetzt ist natürlich Freiburg mit ein bisschen Platz ausgestattet. Wieder eine unnötige Grätsche, die aber dieses Jahr relativ OP zu sein scheinen. Dicke Chance und das war der eigene Mann. Uiuiui. Havard Nielsen bereinigt den Fehler von Vierinha. Ja, Glück gehabt, das war dumm. Sowas darf ich nicht machen. So ein unnötiger Berberspin, der da fast zum Verhängnis wird. Aber jetzt sind wir wieder am Ball und können den nächsten Angriff einleiten. Dummer Pass von Tielemans, der da nicht ankommt bei Raphael. So, wieder die Gladbacher, wieder Raphael und jetzt dabei raus auf Ibrahima Traoré, den Torschützen. Der sich da aber irgendwie nicht durchsetzen konnte, hatte gerade irgendwie nicht so den Antritt, den ich erwartet hatte. Der jetzt hat dann plötzlich wieder. Ist ja ein unglaublich schneller Spieler. Mit einem sehr guten Schuss auch ausgestattet, der ehemalige Stuttgarter. Jetzt wieder Vierinha außen mit dem Ronaldo-Job. Skills sind nicht effektiv dieses Jahr bisher, habe ich festgestellt. Abgesehen von der Ballrolle, die jedes Jahr overpowered ist. Jetzt Tielemann setzt sich da außen schön durch. Jetzt eventuell die Gelegenheit für eine Flanke. Was das war, weiß ich nicht, aber es gibt einen Eckball und es war eher ein Torschuss. Und es wird Tielemanns letzte Aktion gewesen sein, denn der ist schon wieder ein bisschen platt, wie wir hier sehen können. Dafür kommt wieder Dahoud rein. Und wir bringen das erste Mal Toljan für unseren Torschützen auf die linke Mittelfeldposition, damit er sein Debüt machen kann. Ich bin gespannt, wie er sich da präsentieren wird. Ja, Traoré hat immer noch Energie, aber daran sollte die Toljan die bisschen defensivere Variante, damit wir auch defensiver, wenn Freiburg kommen sollte, ein bisschen gestellt sind. Hazard bringt die Ecke, die kommt nicht schlecht, aber Giekiewicz ist da. Ich weiß noch nicht, ich habe noch nicht raus, wie man Ecken schießt, aber vielleicht lerne ich das ja irgendwann noch in diesem FIFA. So, Toni Janschke war mit nach vorne geeilt, aber Dahoud kann jetzt theoretisch den nächsten Angriff einleiten, aber haben keine Anspielstation, deswegen hintenrum in der Mitte. Den wollte ich nicht anspielen, den wollte ich definitiv nicht anspielen, da stand Kramer total frei. Und dann spielen wir so einen dummen Fehlpass, Vierinha kann das ausbügeln. Also gut gemacht, die Freiburger. Aber jetzt ist der Ball bei uns. Und dann der Ballverlust von Jeremy Toljan. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Elvedi da außen. Vierinha jetzt. Ja, Elvedi im 16er, im 16er. Das sieht alles andere als gut aus. Mir gefällt das gar nicht. Aber jetzt ist der Ball weg. Bei Hazard und Dahoud. Der hat noch Kraft. Der hat noch Energie. Der kann den Angriff einleiten. Auf Lars Stindl. Der weiter auf Torgan. Hazard. Und jetzt hat er ein bisschen Wiese vor sich. Und er hat die Dribbling-Skills theoretisch. Und er kann aus der Distanz. Aber das war abgefälscht und nicht gut. Wir wechseln nochmal. Und zwar würde Raphael den Platz verlassen. Und dafür werde ich Maximilian Philipp wieder einwechseln. Hatten wir ja auch schon in der letzten Partie. Geht ein bisschen mehr auf die Mittelstürmerposition hinter Stindl zurück. Aber momentan führen wir noch. Allerdings hat Gladbach gegen Freiburg ja auch in Realität geführt. Am Ende war es ein 3:1 Philipp mit einem Doppelpack. Das können wir hier nicht zulassen. Allerdings, also Philipp Doppelpack ist gut, aber halt nicht gegen uns, denn er spielt ja bereits für die Borussia. Habe mich so ein bisschen orientiert an der Realität. Toll, Jan. So, das war knapp, aber wir haben den Ball noch. Stindl, der seine Stürmerposition sehr defensiv interpretiert, gerade in der Situation. Vierinha. Ja, sieht nicht so gut aus. Aber die Bewegung ist einfach noch nicht drin. Weiß nicht, woran das liegt. Aber jetzt wieder Dahoud. Schöne Balleroberung. Und Torgan Hazard und Maxi Philipp. Und ganz viel Platz außen für Jeremy Toljan. Schieß einfach mal. Das lassen wir in Zukunft besser. Hätte ich ein bisschen mehr erwartet von unserem Neuzugang von der TSG Hoffenheim. Mannschaftskollege Amiri ist ja noch nicht im Kader. So. Hat es natürlich erstmal schwer, muss ich etablieren, aber vielleicht kriegt er wird seine Chancen bekommen, definitiv. Wir haben ja auch noch einen Pokal. Da wird auch beispielsweise Wendt mal seine Einsatzzeit bekommen. Und jetzt, Philipp in einem ganz, ganz schwachen Pass. Das gefällt mir nicht. Torrejon schaltet sich da in die Offensive mit ein. Das macht er sogar gar nicht so schlecht. Das gefällt mir aber gar nicht. Wer war das? Cedric Macchiadi, so sieht er zumindest aus. Ich kenne ihn nicht. Wer war es? Ich weiß es nicht. Steht da auch nicht. Dreier, Florian Niederlechner ist mittlerweile in der Partie. Süjünschü gegen Stindl. Stindl gewinnt das Kopfballduell. Philipp war nicht da. Also noch führen wir. Wir sind in der zweiten Halbzeit bei weitem nicht mehr so überlegen wie in der ersten. Haben bei weitem nicht so viele Chancen, aber jetzt eventuell nochmal eine über Stindl. Zweiter Pfosten theoretisch. Philipp abgefälscht und ja, Giekiewicz, nicht Schwolo. Giekiewicz hält ihn vor der Linie. Nochmal Vierinha gewinnt das Kopfball, aber direkt in den Mann und Dahoud. Sehr gute Zweikampfstatistik bis jetzt. Liederlechner, sie wollen natürlich jetzt nochmal.
Wir müssen das nutzen und zwar am besten per Balleroberung und Konter, aber nicht am Gegner vorbeilaufen. Elvedi, Sommer raus, das Ding könnte auch schon abgepfiffen werden, scheint aber nicht so. Oh, doch, abgepfiffen, oder? Vorbei? Jo, alles klar. Nach dem 0:4 gegen Leverkusen, das Torverhältnis können wir nicht wieder gerade rücken, aber wir gewinnen immer und holen die ersten 3 Punkte in Freiburg, was definitiv ein Fortschritt ist im Vergleich zur letzten Episode. Mittlerweile kann ich übrigens auch im Voraus aufnehmen, das ist ganz schön, denn ich muss ja nicht mehr auf eure Transfervorschläge achten. Dementsprechend habt ihr jetzt nicht mehr 100%igen Einfluss darauf, was passieren wird, aber ich versuche so viel wie möglich zu lassen, also so viel wie möglich Einfluss zu lassen. Ja, 1-0 Sieg, wie gesagt, nicht 100.000%ig souverän, aber doch in Ordnung. Weniger Ballbesitz, das müssen wir noch ausbauen und Passgenauigkeit vor allem, aber gut. Bayer gewinnt gegen Hamburg, Frankfurt verliert, gewinnt gegen Darmstadt, Ingolstadt verliert gegen Hertha und Wolfsburg. Ja, unentschieden gegen Köln, bis auf Darmstadt, wie gesagt, alle Ergebnisse realistisch. Nico Elvedi bedankt sich für die Chance, hat er sich auch verdient, hat er auch genutzt, muss ich sagen. Westergaard muss ich jetzt erstmal wieder rankämpfen. In der nächsten Episode wird auf jeden Fall erstmal wieder ein Elvedi starten. Müssen wir schauen, wie Westergaard damit klarkommt. Philipp mit einem A, das ist schön, Amiri mit einem B und auch Dahoud. Thielemans nicht so stark, Toljan, naja. Nächste Episode wird übrigens dann auch Mahmoud Dahoud starten und zwar anstelle von Thielemans, denn der konnte mich bis jetzt noch nicht restlos überzeugen. Wir spielen gegen Bremen als nächstes und zwar zu Hause, das haben sie in Realität 4-1 gewonnen, das wollen wir natürlich im Idealfall auch machen. Seid in der nächsten Episode wieder dabei, lasst auf jeden Fall für diese jetzt ein Like da, wenn es euch gefallen hat, 1000 Likes eventuell packen wir das ja wieder, würde mich tierisch drüber freuen und ich bin gespannt, wie euch das Spiel gegen Freiburg gefallen hat und was ihr tippt für das nächste Spiel gegen Werder Bremen. Ich hoffe, wir können den Sieg einfahren und ich hoffe, ihr seid zufrieden mit der Verpflichtung von Vierinha und schreibt auch mal eure Meinung zu dem Transfer von Hermann in die Kommentare, der mich sehr, sehr abfuckt. Naja, das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Wunderschönen Tag noch. Passt auf euch auf. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.